Brüder und Schwestern in Christus, was wir feiern, weiß eh jeder, das braucht man nicht groß zu erklären, die Geburt Christi. Wir freuen uns darüber, dass Gott Mensch geworden ist. Aber an so hohen kirchlichen Festen läuft dann immer wieder die Gefahr, ein bisschen zu hoch über das zu sprechen, was wir eigentlich feiern. Also wir Menschen neigen irgendwie dazu, Dinge zu idealisieren, die uns wichtig sind, Dinge sehr hoch zu stellen, sie zu erheben, die wir es für würdig halten, was nichts Verkehrtes ist. Gott ist jeder Erhöhung würdig. Aber wenn man es so feiert, dann kommt es manchmal so, wie Papst Franziskus es diese Woche in einer seiner Predigten bemerkt hat. Wir laufen Gefahr, all das zu vergessen, was diese Welt ausmacht in dem ganzen Trubel um Weihnachten, um die Vorbereitungen, um die Feier selbst. Weil, wo ist der Messias? Wo ist er denn? Wo ist die Erfüllung der Verheißungen, die uns in der Bibel gegeben worden sind? Wo ist der Friede, von dem Gott spricht? Wenn man sich umschaut, naja, gibt es vielleicht hier oder dort, aber das ist so ein Kurzzustand, würde ich sagen. Es ist deswegen gut, heute, wenn wir das Evangelium betrachten, uns zu den Hirten hinzusetzen. Weil diese Hirten sind ganz einfache Leute. Das kennt man, vielleicht kennen die Älteren von euch, also ich kenne es nicht so aus der Autopsie, aus der eigenen Erfahrung, aber aus verschiedenen Reportagen und so weiter. So ganz einfache Leute, die bei uns vielleicht auf der Alm waren früher, die ja nicht besonders gut gebildet waren. Ja, solche Hirten. Vielleicht war ihre Sprache nicht besonders gut, vielleicht manchmal ein bisschen zu deftig. Vielleicht haben sie auch in der Nacht ein bisschen Schnaps getrunken, diese Hirten, von denen wir heute hören, oder etwas anderes, um sich aufzuwärmen. Es musste kalt sein. Also so ganz einfache Leute, die keine besonderen Fähigkeiten haben. Die hüten da irgendwelche Schafe oder Kleinvieh. Also keine besonderen Hirten, die ganz einfachen, im Volk nicht besonders beachtet. So ein Hirte hatte eigentlich keine Möglichkeit, in den Tempel reinzukommen. Er war unrein. Auch in ein gutes Haus würde man ihn nicht reinlassen. Solche Hirten sitzen da irgendwo auf dem Feld mit ihrem Kleinvieh, ja, und machen, was sie so immer machen, also nichts Besonderes. Und zu ihnen kommt ein Engel. Und man kann sich das auch so vorstellen, wie wir uns das immer so machen. Also ich stelle mir das oft so vor, eine schöne leuchtende Gestalt, ein junger Mensch. Ist nicht so wichtig, das Geschlecht, irgendwie was dazwischen, Engel sind nicht so wie wir, aber schön anzusehen, voller Licht und so weiter. Aber vielleicht war es ganz anders. Vielleicht ist dieser Engel nur eine Stimme in ihrem Herzen gewesen, die ihnen gesagt hat, da geschieht etwas Besonderes. Also kein großes Aufsehen. Dieses Licht, das von dem gesprochen wird, auch keine helle Nacht vielleicht, aber ein besonderes Licht in ihrem Herzen. Und nicht ohne Grund steht es im heutigen Evangelium, sie erschraken, als sie diesen Engel sahen, ihn hörten, dieses Licht wahrnahmen. Warum erschrecken diese Hirten? Ja, weil mit ihnen etwas Großes geschieht. Ich weiß nicht, ob du schon vielleicht in deinem Leben so etwas erlebt hast. Ich in letzter Zeit
ziemlich oft und das ist sehr aufreibend. Also ich muss sagen, die letzten 2 Monate haben mich ziemlich fertig gemacht, weil ich so etwas erleben durfte. Dass Gott mir ein Licht schenkt, das mich manchmal fürchten lässt, das mich in Angst versetzt, weil ich ganz genau sehe, wie ich lebe. Und dieses Licht zeigt mir auch, wie ich leben könnte. Und die Diskrepanz zwischen den beiden Zuständen ist für mich ziemlich groß. Scheint mir unüberwindbar, unerreichbar, die andere Seite. Ich stelle mir das ähnlich vor bei diesen Hirten, dass sie eine Erkenntnis bekommen haben von Gott, eine ganz einfache, zu sehen, wo man steht, was möglich ist und eine große Zusage, es ist möglich. Es ist möglich, das zu erreichen, was ich dir vor Augen stelle. Weil Gott kommt nicht nur dorthin, wo wir uns das gerne vorstellen. Also man strebt immer nach schönen Erlebnissen, die man Gott zuschreiben kann. Meistens kommt es auch von Gott, weil alles Gute kommt von ihm. Aber im Buch Jesaja steht was anderes. Schon im ersten Satz. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Nicht ein Volk, das erfolgreich ist, das alles gut macht. Ein Volk, das im Dunkeln lebt, erfährt das Licht. Und da, wo in meinem Leben und in deinem Leben Dunkelheit ist, und die gibt es ohne Zweifel in jedem von uns, manchmal sehen wir sie besser, manchmal nicht so gut. Wenn es weniger gibt, noch besser. Ich will niemandem was einreden, dass hier jemand ein schlechter Mensch ist, aber das gibt es in jedem von uns. Und genau dorthin kommt Gott. Ich stelle mir das immer so extrem vor, wenn ich manchmal nicht glauben kann, dass Gott bei mir ist in meinem Leben. Da stelle ich mir eine ganz schlimme Sünde vor, die ich begangen habe oder begehen könnte. Und dann stelle ich mir Gott vor, wie er vor mir sitzt und mich nur liebend anschaut, während ich sündige. Dorthin kommt er ganz genau. Da bin ich gewiss. Bei den schönen Gefühlen bin ich mir nie so sicher. Es kann sein, ein bisschen Euphorie, zu viel Zucker oder sonst was. Oder einfach ein schöner Tag. Aber in solchen Momenten bin ich mir ganz gewiss, Gott ist bei mir. Was ich auch tue. Warum ich davon so überzeugt bin? Weil Jesus Mensch geworden ist. Er hat die ganze Misere der menschlichen Existenz auch auf sich genommen. Die, die Kinder haben, wissen es, was es heißt, ein kleines Baby zu hüten. Es ist nicht nur immer schön, manchmal ist es dreckig und laut. Jesus war nicht anders. Gott nimmt das alles, was uns auch ausmacht, auf sich, um uns zu zeigen, dass es einen Weg gibt. Einen Weg, der zu diesem liebenden Blick Gottes führt. Und es ist eine tolle Sache, dass wir, also besonders in der katholischen Kirche haben, andere Kirchen haben diese Tradition nicht so sehr, dass man sehr viel kniet. Früher war es noch ein bisschen mehr, aus anderen Gründen. Aber es ist ein schönes Zeichen der Ehrfurcht vor dem Allmächtigen, vor dem Lebendigen, vor dem barmherzigen Gott. Aber ich bin davon fest überzeugt, dass es eigentlich ganz anders ist. Dass Gott derjenige ist, der vor dir und vor mir auf die Knie fällt. Jeden Tag aufs Neue.
Der Beweis dafür ist sein Sohn, Jesus, der einer von uns geworden ist. Gott findet uns so wunderbar, jeden von uns, wie wir sind. So unglaublich schön, so unglaublich stark und gut, dass er sich vor jedem von uns niederkniet und voller Staunen ist, was er vor Augen hat. Gott ist Mensch geworden, um uns etwas zu zeigen, um uns einen Weg zu zeigen. Einen Weg, der aus der Dunkelheit führt. Einen ganz einfachen Weg, der auch für diese ganz einfältigen Hirten von damals möglich war. Die haben den Weg zur Krippe gefunden, ohne große Anstrengung eigentlich. Gott hat ihnen diesen Weg gezeigt. Geht dorthin, schaut euch das Kind an, dort ist was Wichtiges. Da wird sich euer Leben ändern. Und auch in deinem und in meinem Leben ist es möglich, neu anzufangen, da wo es vielleicht keine Hoffnung mehr gibt, wo du die Hoffnung vielleicht schon aufgegeben hast. Oder mehr zu geben, als du denkst, fähig zu sein, dass dir möglich ist, zu geben den anderen. Wenn du jemanden liebst, ihm noch mehr zu geben, mehr in die Tiefe zu gehen. Es ist möglich mit Gott, weil er ganz genau weiß, wie du und wie ich gestrickt sind. Weil er ganz genau weiß, wozu wir fähig sind, sowohl am Guten wie auch am Bösen. Und seine Liebe wird nichts brechen, nichts, was wir tun könnten. Und der zweite Beweis dafür ist die Eucharistie, die uns Jesus hinterlassen hat. Auch wenn es wieder sehr krass und extrem klingt. Du kannst zum Tabernakel gehen, ihn aufbrechen und mit den Hostien machen, was du willst. Gott wird dich nicht bestrafen. Er wird das zulassen. Er macht sich ganz ohnmächtig vor uns. Das ist etwas, was mich immer wieder aus den Socken haut, wie Gott klein ist vor uns. Nicht, weil er sich klein machen möchte oder irgendetwas, sondern weil er uns liebt. Weil er ganz genau weiß, wenn er sich in seiner ganzen Größe uns zeigen würde, ja, gibt es keine Chance bei uns. Da gibt es nur Angst, Schrecken oder Verzweiflung. So groß ist Gott. Aber er macht sich ganz bewusst klein für dich und für mich. Ich glaube, das ist auch das, was Papst Franziskus in seinem früheren Leben als Bischof von Buenos Aires sehr gut erlebt hat. Was es bedeutet, dass Gott klein ist. Dort ist es begegnet den kleinen Menschen immer wieder aufs Neue, in ihrer Not, in ihrer Verzweiflung, aber auch in ihrer Freude. Arme Menschen haben auch Freude. Und das hat er mit ihnen geteilt, das hat ihn geprägt. Ich glaube, deswegen ist er auch so, wie er ist. Ein bisschen ungehobelt, ungeschickt, aber Gott stört das nicht. Und vielleicht deswegen hat er ihn auch zu diesem Amt berufen. Davon bin ich fest überzeugt, dass es das Wirken des Heiligen Geistes ist, wenn einer zum Papst gewählt wird. Und ich glaube, dass Gott sich so Ähnliches gedacht hat bei diesem Papst. Weil er weiß, was es bedeutet, dass Gott im Kleinen wohnt. Im Kleinen anwesend ist, ist er in diesem Amt. Gott will uns etwas in unserem Leben zeigen, was möglich ist, was wichtig ist und was unwichtig ist. Das ist auch meine Einladung an jedem, der hier im Raum ist und an mich selbst auch. Genau an diesem Fest zu schauen, was notwendig ist und was nicht ist.
Was ist notwendig, dass ich Gottes Nähe erfahre? Vielleicht muss ich mich mit meinem Bruder versöhnen oder mit meinen Eltern oder mit meinen Kindern oder mit sonst jemandem. Vielleicht muss ich einen Armen speisen oder mit jemandem eine Freude teilen. Was ist notwendig und was nicht? Und singt dabei Weihnachtslieder, das ist gut. Isst die guten Mehlspeisen und das gute Essen, das gehört dazu, das hat auch der heilige Franziskus gesagt. Weihnachten ist ein Tag, an dem man die Wände mit Fett einschmieren sollte. So festlich sollte dieser Tag begangen werden, weil Gott einer von uns geworden ist. Und er hat seinen Brüdern verboten, wenn Weihnachten auf einen Freitag fällt, nicht fasten, darf man nicht, wo er sehr streng gefastet hat. So wichtig ist dieses Fest. Also genießt euer Leben in vollen Zügen und unterscheidet, was ist notwendig und was nicht.